Willkommen bei Tyranny, wo ich beim letzten Mal zu den Türmen zurückgereist bin, um die Gruppe hier vielleicht ein bisschen anzupassen. Und ich bin auf den anderen Turm zurück, Turm des Berges zurückgereist, weil auf dem anderen natürlich die Alchemisten sind und hier sind die, ja, die Händler, die ich quasi habe. So, und da werde ich jetzt einmal hier vorne mit Schicksalsbinder Cespa gleich sprechen, aber das Ganze nach dem Intro. Weil der Vorteil ist, wenn ich mit ihm spreche, hier kann man zurücksitzen. Vor dir steht ein alter Mann im Gewand eines Schicksalsbinders. Er scheint in Gedanken versunken zu sein und die Details des Turms zu studieren. Nach einer Weile blickt er zu dir und lächelt schwach. Schicksalsbinder Blutsack, es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Er verbeugt sich, wobei du das Gefühl hast, dass er es nur pro forma tut. Ich bin Schicksalsbinder Cespa. Du hast das Gericht um einen Ausbilder gebeten. Ich wurde damit beauftragt und ich habe Wein mitgebracht. Okay, Wein. Der beste Wein des Nordens, einen ganzen Karren voll mit Fässern. Es waren 6 Tiermenschen nötig, um ihn zu ziehen. Und jeder verdammte Eisenring hat sich gelohnt, wenn ich nur nicht dieses Südgesoff trinken muss. Erzähl mir etwas über dich. Ich fürchte, diese Geschichte ist viel zu lang, um sie jetzt zu erzählen. Er lacht humorlos. Sagen wir einfach, dass ich schon länger Mitglied von Thunons Gericht bin, als die meisten anderen Schicksalsbinder und damit langsam anfangen muss, mich auf meinen alten Teil zurückzuziehen. Offenbar zählt dazu nun auch, dass ich in den Kyros verlassenen Stufen aushelfe. Er blickt wieder zum Horizont, wobei ich zugeben muss, dass der Anblick spektakulär ist. Okay, welche Art von Ausbildung? Man könnte sagen, dass ich alten Hasen neue Kniffe beibringe. Ich breche die unerwünschten Angewohnheiten meiner Schüler, damit sie sich neue auferlegen können. Wobei brechen hier das zentrale Wort ist. Etwas zu verlernen kann weitaus schwieriger sein, als es neu zu lernen. Fangen wir an. Ich selbst neu ausbilden. Ich bin ein wenig eingerostet. Arbeiten wir zusammen. Lentry neu ausbilden. Glaubst du, dass bei Lentry noch etwas zu retten ist? App neu ausbilden. Hast du schon mal mit Gezeitenwirkern gearbeitet? Du musst App ausbilden. Siri neu ausbilden. Ich entschuldige mich im Voraus, aber du musst die Archontin der Lieder anleiten. Naja, komm hier, App neu ausbilden. Wir wollen eine reine Magierin. Ich habe eine Heilerin angefangen und ich wollte sie umsetzen auf reine Magie. Ah, ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit ihr zu sprechen. Er räuspert sich. Rein beruflich versteht sich. So, und jetzt sehen wir, alle Finger sind zurückgesetzt hier. Okay, muss ich mir das hier mal eben wieder einblenden. Ich hatte mir gerade ein Foto gemacht, um zu gucken, was sie vorher hatte, damit wir das hier wenigstens wieder herstellen können. Schnelligkeit, Verstand, Finesse, Entschlossenheit. So, Schnelligkeit, Verstand, Finesse. Okay, dann schauen wir mal.
müsste aber. Bum, 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 bum. Auf alle Fälle 2 auf Schnelligkeit, 2 hier auf den Geist. Und dann gehen wir 2 darauf hin. So, jetzt haben wir sie hier völlig neu geskillt. Bögen waren vorher 21, 2 Handwaffen, 27 hat sie da jetzt, okay. So, guck mal, kriegt sie jetzt 46 auf den Stab, wenn das geht. Oh, was hatte die vorher? 36 Athletik, okay. Ausweichen hatte sie 38. List 42. Parieren 41. Wissen 53. Mal gucken, wie weit ich hier bei Wissen komme. So, Athletik fast ein mehr. Wissen hatte sie fast durch. List. So, Magie-Skills. Blitze beherrschen, Frost beherrschen, Gezeiten. Grabeslicht beherrschen. Haben wir alles nicht. So, Leben beherrschen. Ist die Frage, Grabeslicht beherrschen. Werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. So, jetzt schauen wir mal, was wir bei ihr lernen müssen. Schlüsselattribut, Runenbarriere 1. Wo haben wir es denn? Heißt, wir lernen das hier. Runenbarriere 1, Runenlehrer.
Lehrerin der Runen. Runenbarriere 2 sollte ich lernen. Runische Wissensmeisterin. Was wird das hier sein? Mist, keine Punkte mehr. Gut, der kommt als nächstes. Speichern. So, jetzt kommt's. Rüstungen. Dann sind wir jetzt bei App. Jetzt habe ich hier natürlich eine schwere Rüstung. Das muss ich jetzt alles auf leicht umstellen. Wird es nicht unbedingt leicht. So, dann gucken wir mal im Gruppenlager, was wir für App tun können. So, Leder leicht. Gar nicht so einfach, den Charakter neu auszurüsten, ne? So, aber nichtsdestotrotz. Schwer, 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 schwer. Leicht. Wir haben weniger Rüstung. Wirklich. Ich glaube, viel besser wird's nicht, ne? So, dann hätten wir App schon mal fertig. Und jetzt hätten wir hier noch unseren Singvogel. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da für die Gute tun können. Moment.
Siri, ne? So, wir haben die Kriegssängerin hier. Oder die. Naja, eigentlich haben wir die Friedenssängerin. So, langer Atem. Langer Atem. Büpp, 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 büpp. Mantel der Unschuld. Ich glaube, das. Wenn Sirin keine schwere Rüstung trägt, ist sie immun gegen Kampfbindung. Definitiv. Das nehmen wir. Und ab auf die Zauberstärke. So. Gruppe neu geskillt. Und jetzt ist die Frage, wo setze ich jetzt neu an? Da gibt es die abgeschiedene Esse, aber ich wollte hier unten weitermachen. Bresche in der Altmauer, das finde ich sehr interessant. Abhörkreuzung. Das hatten wir hier alles. Nehmen wir mal die Bresche vor. Ich hoffe, dass. Ah, got it. Ich hoffe einfach, das, was ich mit App hier gemacht habe, hilft mir wirklich weiter. Achtung! Eine Bande von Kriegern der Ungebrochenen nimmt Haltung an, als ihr Anführer deine Anwesenheit bemerkt. Der Hauptmann pfeift schrill, als du dich näherst, und seine Kameraden nehmen eilig Haltung an. Er wendet sich zu dir und blickt dich mit offener Abscheu an. Lauf nur mit eingekniffenem Schwanz davon. Die Ungebrochenen dulden keine Einmischung durch nordländischen Abschaum. Ich bin wegen des standhaften Abzeichens hier. Tritt beiseite oder stirb. Ich versuche, das Edikt der Stürme zu beenden. Wir haben ähnliche Ziele. Ach, tatsächlich. Also, wenn es nicht zu deinen Zielen gehört, Kyros Schergen zu erschlagen und das Nordreich in Flammen zu setzen, dann ähneln sie sich nicht genug. Er zieht seine Waffe. Angriffsposition nicht weichen. Another battle. Okay, was ist jetzt hier los? Ah, ich muss App die ganzen Zauber neu zuweisen. Mist.
Can't do that. Can't do that. Hieronymus, bin ich der Nächste? Der Weise deutet mit seiner Schreibfeder auf die Leichen der Ungebrochenen und beißt sich auf die Lippe, während er eine Notiz fertigt und Pergament bringt. Ich wollte euren Streit nicht belauschen, aber nun, da ich Zeuge geworden bin, ist es meine Pflicht, ihm auszuweichen. Er rollt einen Bogen Pergament in eine dicke Röhre in seinen Händen. Kommt und zerstört die Aufzeichnung, wenn du musst. Aber ich warne dich, die Weisen haben ein langes, schriftliches Gedächtnis. Oh, ich verstehe, du willst Ungebrochene töten. Ein wenig zu nationalistisch für meinen Geschmack, aber sie waren zumindest anständige Reisegenossen. Er blickt noch einmal auf die Leichen und seufzt. Man sagt, Kyros Truppen seien gnadenlos, aber manchmal frage ich mich, ob es nicht andersherum ist. Und wie kam dieser bescheidene Diener der Schrift dir helfen? Er fährt sich mit den Fingern durch die Haare und steckt sich seine Schreibfeder hinter das Ohr. Wir beide suchen Gegenstände in jenen Altmauern. Ist das richtig? Okay, fragen wir direkt nach dem Standtafelabzeichen. Artefakte sind faszinierend, nicht wahr? Und die Militärgeschichte des unbeugsamen Landes steckt voller Sagen und Legenden über sie. Das standhafte Abzeichen war in jeder Schlacht der Ungebrochenen deutlich zu sehen, in der Regent Aspion kämpfte. Mit den Jahren wurde es weithin berühmt. Seiner Anwesenheit allein werden zahlreiche wichtige Siege zugeschrieben. Es liegt im Inneren, aber keine wertvolle Entdeckung ist ohne Gefahr. Er deutet auf eine breite Bresche. Die Ungebrochenen und ich wollten einige interessante Relikte aus den Altmauern bergen, doch ein Schwarm Plagen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gelegentlich sieht man solche Risiken. Während meiner Ausbildung in der Bibliothek trug mir ein hochrangiger Gelehrter auf, die Ratten aus dem Keller zu verjagen. Einige dieser verfluchten Biester hatten die Schwänze verknotet und, sagen wir einfach, was hier geschehen ist, war fast ebenso schlimm. Okay, in den ersten drei Versuchen einen Kristall gefunden. Ich habe solche bearbeiteten Kristalle schon öfter gesehen. Aber mit dem, was wir nicht über sie wissen, könnte man eine Bibliothek füllen. Aha, seine Leiche hat den Kristall immer noch. Wo ist die Leiche? Ein kurzes Stück südöstlich der Bresche, aber sei vorsichtig, diese Geschöpfe sind vielleicht noch immer auf der Jagd. Es scheint zu einer Art Schließsystem in den Altmauern zu gehören, wie ein Schlüssel. Wenn wir doch nur in der Lage wären, etwas so Ambitioniertes nachzubauen, wie die Erbauer dieser Mauern. Okay, ich brauche den Kristall. Sobald ich den Kristall habe, kann ich über die erste Kammer hinausgehen. Angesichts unseres gescheiterten Versuchs verstehst du bestimmt, warum ich zögere. Meine Schreiberin Javela hat es nicht überlebt, das arme Ding. Okay, jetzt gucken wir mal ein bisschen, damit die Folge hier Forschungen liegen. Na. Na okay, Licht in einem Dutzend Abschnitte der Altmauern Kugeln. Ah, er will die Sprache entschlüsseln. Was für mich ausspringt, für die
Okay, ein Exemplar von den arkanen Texten. Die rechte Erwähnung. Okay, das Exemplar, sie ist gut. Welch eine dreiste Forderung. Seine Augen weiten sich überrascht, bevor sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit macht. Aber du hast einen erlesenen Geschmack und es wäre mir eine Ehre, wenn ein Schicksalsbinder eines meiner Manuskripte kommentiert. Okay, nur etwas, was nur für mich gebunden ist. Danke. Ja, das kennen wir ja schon, dass ne, jeder Regent es getragen hat. Gut, das kennen wir auch schon zu den Altmauern. Was erwartet mich dort drin? Das Schlimmste. Arkane Kreaturen. Mhm. Keine Botschaft, okay. Schade eigentlich. On it. Weinende Wunde. Kann es sein, dass der hier schlechter ist? Ah, alles klar, ist eine Zweihandwaffe. Brauchen wir uns auch nicht wundern. So. Schwere Rüstung. So. Tatsache, die Zauber sind weg. Gut, dann stelle ich die Zauber für App wieder her und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Tyranny.